So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. In der letzten Folge haben wir den Spion gesichtet und haben ihn verfolgt durch eine Mine durch und haben ja, um unser Leben gekämpft und sind ihn jetzt auf den Fersen. Werden wir ihn in dieser Folge fangen? Das werden wir vielleicht herausfinden oder vielleicht zieht sich auch das fünf Folgen hin. Okay. Auf jeden Fall scheint sich dieser Mr. X hier wunderbar auszukennen und hat sich hier so einen Scheiß zusammengebaut. Das musste er, musste Jahre vorher wissen, wo wir herkommen oder wer wir sind und wo wir hinziehen würden, weil das richtest du dir nicht innerhalb einer Woche alles ein. Diese ganzen Wege hier und alles. Und ich will mir, oder er ist eben halt wirklich super ortskundig und nutzt irgendwie alte Wege. Oh, oh. Alte Wege. Oh, nun komm doch da. Oh, nein, wir wollen ja nicht sterben jetzt. Alter, bist du behindert? Mein, so jetzt aber hab. Meine Güte. Fuck, I'm not as fit as I used to be. Nee, ich merk das schon. Piep, boop, boop, boop. Diese seriös blickende Scheiße. Sollen wir rüber jumpen oder was? Ja, dann los. Hey! Ja, hat doch fast funktioniert. Er ist selber nicht rübergekommen und nimmt den Weg durch den Tunnel. Man kann die Anomalien schon hören, ne? Oh, upsi, pupsi. Boah, Alter, glitsch doch da nicht runter, Junge. So, wir sind drüber. Und kommen den Sachen, den ganzen vielen Nerven. Ja, es ist, wird uns klar sein, dass er hier durchgegangen ist. Was denn jetzt? Ah, ein Vogelhäuschen. Oh Gott, I've lost him. Oh, hör mal! Everything's going according to plan. The inn. Thanks for the tip, dickhead. Alles klar. Was für eine Odyssee. Das finde ich so geil. Diese 2 oder 3 Zentimeter, ja, mindestens 5 Zentimeter Bretter einfach mal so durchzubrechen, Alter. Er ist richtig Hulk Hogan unterwegs hier. Dickhead. Wo ist denn hier das Gasthof-Dingens? Hillside heißt das, ne? Genau. Hillside, genau, so hieß das Ding. Da oben ist ein Zelt, Alter. Ich sag mal, hier, es stimmt irgendwas überhaupt nicht, Alter. Hier sind so viele Dinge gebaut worden, wo ich denke, wow. Das ist doch gar nicht ruhig und abgelegen hier, auch wenn das ruhig ist. Aber hier, hier ein Zelt, da ein Zelt. An old tent, some abandoned stuff. Looks like someone just left it all and never came back. But why? Oh. Ich war da auch Beast in Zeit und unterwegs oder was? Ich weiß das nicht. Ja. Ich finde mir go through here. Aha, wieder eine. Okay. How long has this poor guy been hanging here? Oh, strange that no one came looking for him. He must have fallen off that poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone.
Scheiß, die Wand da, Digga. Super Wurf, Kollege. Nicht dein Ernst. Oh, nee. Gleich haben wir keine Steine mehr. Können wir den auch nochmal abwerfen oben? Damit er wenigstens runterkommt und nicht weiter rumhängen muss. Ich meine... Ganz skelettiert sieht der nun nicht aus, ne? Der hängt da wohl so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber die Geier hätten ihn doch abgefressen und die Adler und die Vögel und die Kanalratten und so. Na, zumindest können wir da durchgeben, dass wir seine Leiche gefunden haben, ne? Oh, ein Kletterseil, sehr robust. Das könnte sich als nützlich erweisen, na klar. Oder man, certainly come in handy. Oder man könnte sich zum Laden gehen, eins kaufen und müsste nicht irgendwelche Leichen plündern. Die hier schon seit Monaten hängen. Ekelhaft. Irgendwie ekelhaft, oder? Nee, der ist tatsächlich ein Skelett, tatsächlich. Ist das ja ekelhaft. Sünde. Einfach Sünde. Aber die ganzen Häuser, ich verstehe das nicht. Aber es sind schon alle marode und morschen, hast nicht gesehen und alles. Dann wurde der Scheiße gebaut. Hier sollen wir unser Dings runter machen. Aber sind wir nicht irgendwie auf dem Weg hier zum... Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder unterirdisch wie eine... Ja, eben halt wie so eine Kanalratte. Hier durchkriechen macht er nicht. Eben halt so eine Kanalratte wieder unter Dingsen. Wow. Na dann, abwärts. Da werden wir. Das Seil haben wir hängen lassen. Singa! Okay. Alep. Wunderbar. Kein Problem. Und wir sind da. Wow, die sieht aber richtig schrott aus. Of some big building. What could have happened here? What the hell is he up to? Ja, oh Mist, er weiß nicht, dass wir da sind. Mr. X, I'm coming for you. Ist er? Ich dachte, ich kann mich mal so ransneaken und so, weißt du, aber vergiss es. Nicht so vorbeigesneakt. Ich muss den direkten geraden Weg nehmen. Where did he go? Er wird uns überraschen wollen. Naja, so wegkommen kann er hier nicht. Es sei denn, er ist schlauer als wir und klettert hier rüber. Dieses eine Brett hat im Feuer oder was ich total super überlebt. Und die Lampe. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that.
Hinterlässt er so eine Spermaspur oder warum können wir die so folgen? Damn. Na, irgendwas muss er ja uns hinterlassen. Bist du bescheuert? Was ist denn das? Oh, das Rohr. Eine Metallstange ließe sich als Hebel verwenden. Vielleicht könnte man damit sogar etwas Schweres wie ein Tresor anheben. Ja, sehr nice. Nicht dein Ernst, der ist jetzt einfach umgangen. Oh. Er hat uns verarscht. Na dann, gehen wir wieder. Dämpf abgelust. Was hat er hier eigentlich gemacht? Who is he? What did he hide here? Huck. Big Huck. Mein Gott, in welche Richtung denn? Ah, jetzt macht das anständig. Das hat schon Splitter gegeben. Jetzt fällt der Tresor runter, wir sind down. Oh, fuck. Danke. If it fell on me, no one would ever... Oh, ich bin im Dings auf. What is this place anyway? What's in this damn safe? Hör auf zu. So. How do I open it? Ach, ja. I can find something in this room. Haben wir da irgendwas für? Nee, ne? Eine Notiz. 1, 2, 2, 3. Was? Das wäre ja zu einfach. Okay. Lukas 12, 2, 3. Es ist aber nichts für morgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in dieser Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, das wird man auf den Dächern verkünden. Okay, Routine, um die versteckte Botschaft zu lesen. Welche alte Hexe? Sind die Einheimischen denn den Aberglauben verfallen? Ich kann nur hoffen, dass sie sie nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Oh. Okay. Was war das? 1, 2, 2, 3. Genau. Ich glaube, dass es sein kann. Oh, oh. Nein, nein. 1, 2... Ja, schade, war es nicht. Okay, müssen wir wohl noch ein bisschen weitersuchen. Okay. Ja, It looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need, though? Okay, dann lesen wir uns mal durch. Denke daran, die Antwort ist, was fehlt. What? Wow. Das soll für diese eine Seite sein. Aha, das ist How am I supposed to make anything out of it? Ja, was sollen wir damit anfangen? Das ist hier auf jeden Fall für das. Egal, hast du mal ganz kurz einen Zettel und einen Stift für mich? Einen Stift mehr. So. Dann wird mal wieder das schlaue Buch gefragt. Das, was fehlt. Dankeschön. So. Ja, ja, ist gut. Numbers from the notebook. Die 7 fehlt. Which ones stand out?
Würde ich mal so spontan behaupten. Ich sehe keine 7 irgendwo, oder täuscht das? Denn es ist die 7. So. Die 5 fehlt. Die 1 fehlt. Und zuletzt fehlt. Nichts. Ist das schlecht? Doch, die 6 fehlt, Leute. So. Huch. Some of them will make up the cipher. Let's see. Wie kommen wir denn da wieder hin? Achso, da die Dinger wieder aufreißen, ne? Unsere mächtigen Hände. Ja. Mal gucken, ob ich recht habe. Bin ja auch nur ich und kein Gott. Aber ich bin Gott. Egal. So. 7. 5. 1. Voila. There, finally. Naja, komm, so lange haben wir nicht an das Rätsel gehangen hier, ne? Boing! Was haben wir da? Wow, was, das nennt man mal safe, ne? Du? Vielleicht kommt jemand, tritt den Safe-Dings zu, Alter. Bis der Arm ab. The judge tried to strangle me, and he would have succeeded if it wasn't for... Ah, das sind wieder diese Seiten. Wir haben das Kapitel also geschafft. Kinderchen, da wir dieses Kapitel geschafft haben... Ich glaube, wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit wieder zurückgereist, wenn man das Vergangenheit nennen kann, wenn diese Vergangenheit eigentlich das ganze Spiel schon eine Vergangenheit ist. Ja, okay. Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüss!